Ja, hallo wieder. So, mal gucken, was wir jetzt machen. Was ist hier vorne? Vermisster Überlebender. Direkt hier vorne. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Hier haben wir ja schon das, was ich suche. Das Haus vielleicht noch. Wir haben ja erst einen Außenposten. Das ist ein bisschen ungut. Am besten wäre es, wenn wir hier vorne irgendwie einen Außenposten machen. Was weiß ich? Hier zum Beispiel gibt es eine Apotheke. Apotheke ist gut. Da gibt es garantiert das. Dann haben wir hier einen Außenposten. Wäre hier vielleicht einer noch nicht schlecht. Dann ist das hier abgesichert. Dann kommt hier keiner rüber. Und nach Möglichkeit hier vorne. Irgendwie hier und hier nochmal. Dass alles abgesichert ist, damit kein einziger hierher kommt. Aus diesem Grund werde ich jetzt dann auch mal die ganzen Dinge hier wegnehmen. So, komm mit. Mal kurz auf der Karte gucken. So, das Benzindepot haben wir hier. Okay. Ist relativ uninteressant, weil Benzin brauche ich jetzt nicht so. Medikamente und hier hinten ist Munition. Okay. Dann kann man die wegnehmen. So. Also die ersten drei können weg. Ja, das kann weg. Das hier kann auch weg. Aber hier ist Medikamentenvorrat. Medikamentenvorrat ist doch der hier, oder? Nee, Haus. Das ist der Vorrat. Medikament ist nur das. Ist ja komisch. Ich habe fünf, aber ich sehe hier nur... Ach, da hinten ist nochmal Ziegelsteine. Ach so, 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 so. So ist das also. Jetzt habe ich welche weggenommen. Genau, und dann haben wir die drei noch übrig. Oh, oh. Ja, yeah. Oh, ah, gut. Hat sie schon erledigt. Sehr schön. Dann nehme ich mal den anderen auch noch weg hier. Der ist auch zu weit hinten. Ja, genau. Weil den legen wir dann lieber hier an. Das finde ich persönlich besser. Und natürlich den hier auch noch. So, sehr gut. Und hier machen wir gleich mal Sprengfallen hin. Genau, Falle vorbereiten. Es sieht einfach schön aus. Wir haben es ja schon mal gesehen, wie das ausschaut, wenn wir denn... Oh, hier unser kaputtes Auto. Das läuft schon. Warum machst du es nicht? Genau, ich wollte gerade sagen, lauf einfach. Ah, es sind Zombie da vorne. Das sind mehrere. Eieiei. Ja, ob das wohl gut geht? Ich hoffe mal. Nächste Woche soll es ja die Updates geben. Bin ich auch schon ganz gespannt drauf, wie das dann wird. Hier ist er drinnen wohl anscheinend. Okay, reingehen. Anybody home? Wir durchsuchen natürlich auch gleich das Haus, ne? Wenn wir hier schon die Möglichkeit haben. Oh, ja. Bam. Oh, da vorne liegt wieder einer. So, dann ich mal hier. Ratzefatz. Oh, den haben wir gleich so zermanscht. Ey, ist das geil. Ist das geil. Und der Warrior-Schakal. Hallo. Ja, muss man fleißig grüßen hier immer die Leute, ne? Genauso wie die Nate. D1, D2. D1, D2. So R2-D2-mäßig hört sich das ein bisschen an, finde ich. Sowieso Star Wars total cool. Ja, ja, ja. Mal gucken. Nichts gefunden. Hier könnten Baumaterialien oder sowas drin sein. Wir gucken mal. Aber ich habe den Überlebenden jetzt hier noch nicht entdeckt. Na gut, vielleicht finden wir ihn ja noch. Es ist ja noch nicht aller Tage Abend. Nicht wahr? So ein paar Sprichwörter hier reinhauen. Ah, ich bin jetzt echt noch so gespannt wegen diesem Sandbox-Mode, wann der rauskommt. Das ist dieser reine Überlebensmodus. Da freue ich mich tierisch drauf. Oh, ich höre einen Zombie. Eieiei. Garantiert. Diese Spiegel sehen ein bisschen seltsam aus, ne? Was ist das? Medikamente. Sehr schön. Da ist noch ein Raum, den wir noch nicht durchsucht haben. Okay. Gucken wir da nochmal rein. Aber ich glaube nicht, dass der Überlebende hier ist. 8 Molotov-Cocktails. Boah, ist das geil. Was haben wir hier? Brandbombe. Leuchtsignale. Platzierung für Luftschlag. Ja, Brandbombe. Den Luftschlag werden wir auch noch benutzen. Aber das machen wir am besten von einem Aussichtspunkt aus. Irgendwas muss noch zum Durchsuchen sein. Wir haben hier noch nicht alles gefunden. Komisch. Ist hier vorne noch irgendwas? Nee, hier ist sonst nichts weiter. Seltsam. Hier vielleicht noch irgendwas drinnen? Auch nicht? Hä? Wo soll denn hier dann noch was sein? Ach, hier ist noch ein Schränkchen. Ja, fast übersehen. Oh, nee, weil das geht ja gar nicht, ne? Also wenn wir schon plündern, dann müssen wir ordentlich plündern. Genau, wunderbar. Dann schleichen ein bisschen. Da ist ein kleiner Schuppen, so wie es aussieht. Hier vorne rechts. Ah, so ein Schuppen birgt immer sehr, sehr viele gute Sachen. Jetzt kommen die Zombies ja da hinten. Ah ja, hat uns auch schon entdeckt. Naja, ist egal.
So, und flapp, flapp. Oh, da kommt der nächste. Scheiße. Das ist für mich zu viele. Hau, hau. Ja, ich kenne das Problem. Das geht mir auch ganz oft so. Da kommt schon wieder der nächste. Also, die haben teilweise eine Reichweite, ne, in der die einen sehen. Das ist atemberaubend. Sie können besser gucken als mancher Lebende, habe ich den Eindruck. Oh, der war gleich hin. Hier vorne kommt noch einer. Okay, das ist aber ziemlich langsam. So, gehe ich erstmal hier rein. So, komm, mach mal zu. Können wir hier nicht ewig die Tür offen lassen. Was haben wir hier? Hier ist anscheinend nur dieses eine Regal. Das sieht fast noch aus, als ob da jetzt Baumaterialien sein könnten. Wahrscheinlich ist das so, ne? Es ist ja immer... nee. Perfekt. Das ist abgeschlossen. Sehr schön. Wow, hier, komm her, nicht. Was soll ich denn jetzt suchen? Da vorne in den Häusern, die wir... Mhm, sehr gut. Das passt sich ja. Da müssen wir sowieso wieder hin zurück. Und das ist auf jeden Fall safe, denn da haben wir... Obwohl, nee, das linke Haus hier nicht. Das haben wir noch nicht geplündert. Aber das hier vorne, das ist alles sicher, denn das ist ja unser Außenposten. Gut, wenn die sich da verstecken. Hehehe. Mal reinschauen hier, was sagt er denn? Ah, verschlossen. Oh, ist verschlossen. Hat er sich da garantiert? Hallo? Drin versteckt. Hier ist er doch. Ja, gerne. Dann, los. Beseitige die Zombies. Beseitige die Zombies? Hier ist doch gar niemand. Also, sie rennt hier so ein bisschen rum. Naja, kein Ding. Habe ich gern gemacht. Ist auch meine Aufgabe hier als großer, allmächtiger Anführer. Fitnessstufe 4. Sehr schön. Muss auch mal langsam hier... Nein, nicht... Ach. Ja, er mit diesem Pony immer, was hier die ganze Zeit einen versucht hat zu fressen. Ja, ich weiß. Ich finde das auch ziemlich seltsam. Gerade daher wird uns das ständig an müssen. Naja, egal. So, was wir zurückpacken. Oh, das ist auch alles... Es ist ja so, finde ich ja so ein bisschen doof, dass die ganze Zeit das abnimmt, ne, wenn wir denn mal nicht da sind, dass dieser Einfluss so schnell zurückgeht. Das ist ein bisschen schade. Könnte ruhig länger anhalten, finde ich jetzt. Also nur so mein persönliches Empfinden. Mal kurz schauen. So, wir wollten uns ja heute um die Richterin kümmern. Ach, das ist weg. Okay, die Mission ist weg. Warum das denn? Achso, weil wir noch diese Mission aktiv haben. Jetzt müsste sie aber gleich hier ankommen. Thanks. Ach, sehr schön. Wunderbar, alles funktioniert. Jetzt können wir dann auch das mit der Richterin machen. Genau. Da wollen wir jetzt hin. Dann können wir auf dem Weg dahin noch die Apotheke kurz plündern. Und da einen Außenposten einrichten, würde ich sagen. Denn Medikamente sind durchaus wichtig. Finde ich. Immer wieder. Ich denke auch, ja. Wir haben zwar genug und so viel brauchen wir nicht. Aber gut, wenn doch mal einer verletzt wird und alles, dann wird's brenzlig. Da vorne ist eine Horde. Hier, die werden uns bald entdecken. Dann machen sie... Ah, toll. Tolle Wurst. Richtig schön gegen. So, Horde ist platt. Genau, das ist schon mal gut. Ah, Tür aufmachen. Sehr schön. Da vorne ist die nächste Horde. Na, klasse. Na, komm mal her. Kommt her. Ihr kriegt alle fleißig hier drauf. Also, die Machete wird, glaube ich, langsam stumpf, ne? Ja, schauen, wie mache ich das jetzt mit dem Luftschlag? Da muss ich das hier... Oh, da hinten sind ja gleich ein paar Horden. Ay, caramba. Der kommt hier an. Nein, dann komm mal her. Dann komm mal her, mein Freund. So, hier werfen, glaube ich, ne? Wie machen wir das? Oh, das war, glaube ich, nicht weit genug. Wir gucken uns das mal an. Die rennen da jetzt alle hin. Oh, ist das schön. Ja, wunderbar. Die ganze Horde ist weg. Die sind jetzt davon angezogen. Okay. Also noch nicht von mir. Die wollen da jetzt alle hin. Sehr gut. Kann ich mich da um die kümmern? Das sind relativ einfache Opfer. Wie viele sind hier denn noch? Ah, das war... Die Explosion war so laut. Ja, jetzt werden die natürlich von überall her dahin angelockt. Der hier auch. Und im Haus ist auch noch einer. Ach du Scheiße. Da kommen wir mal rein. Wo ist er denn? Boah. Irgendwen höre ich doch hier noch. Hinterm Haus anscheinend. Okay. Mal schnell durchsuchen. Ja, da haben wir die Medikamente. Sehr schön. Ja, Leuchtstäbe und so ein Gedöns.
Alles cool. Ich hoffe, wir kriegen hier Ressourcen. Sie röcheln die ganze Zeit, dass du nah ist. Und da ist irgend dieser größere rote Punkt, das ist garantiert wieder irgend so ein Spezialzombie. Und die sind ja nie so freundlich. Also mir fehlt noch irgendeiner, den ich überfahren muss von diesen Spezialtypen. Ach, Lebensmittel. Okay, rufen wir einen Plünderer. Achso, ich muss erst hier alles platt machen. Okay, okay, okay. Kein Ding, kein Ding. Ich will keinen Stress, wir werden das schon hinkriegen. Ich kann Mente nehmen. Hier, Leuchtstab, hier genau. Komm, packen wir da hin. Dann sind die mal ein bisschen abgelenkt. Dann latschen die nämlich jetzt dahin, lassen mich die Zeit in Ruhe. Das passt schon. Nichts gefunden. Außer Lebensmittel. Ein SWAT-Zombie. Komm, wir überfahren die jetzt einfach. Ja, wie viele hier sind auf einmal. Wo kommen die denn jetzt alle her? Hallo? Kann nicht wahr sein. Boah, ich habe doch hier eine Horde platt gemacht. Warum sind die jetzt alle wieder da? Ey, alle in dem Park. Also es ist ein Park, geile Zombies, ja. So schön picknicken, so Menschen, die sich eingeladen haben. Der wird dann da vernascht. Ey, sind die auch noch da drinnen? Was ist denn hier los? Ey, ich will doch nur das Ding platt machen. Oder sicher machen vielmehr. Ah, verdammt, 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 verdammt. Ach. Ist wieder so ein übereifriger. Ich glaube, wir spawnen die richtig oft, ne? Kann das sein? Ja, sieht fast danach aus. Habe ich jetzt alle? Das sieht gut aus. Okay. Jemand braucht Ansprache. Da müssen wir uns auch mal wieder drum kümmern. Das haben wir jetzt grob vernachlässigt, möchte ich mal sagen. Hier gibt es Lebensmittel. Das ist auch ganz schön. So. Ruf nach Plünderern, genau. Und komm her. Und Außenposten. So, Außenposten ist schon errichtet und wir sehen, boah, das ist ein riesiger Radius, so wie hier. Das heißt, wir decken schon mal eine schöne Ecke ab und hier vorne ist, glaube ich, eine Automechaniker. Könnte gut sein. Ansonsten habe ich da, glaube ich, auch eine Baustelle gesehen. Hier vorne ist eine Baustelle. Wenn wir hier den Bereich vielleicht abdecken oder hier unten ist ein Waffen, Polizeiwache. Ah, dass wir vielleicht hier eins nehmen und dann die Baustelle, wo es eins von diesen Häusern, da muss es irgendwo Baumaterialien geben, weil ich brauche da noch ein bisschen mehr. Und hier hinten, ich glaube, hier hatte ich die Tankstelle gesehen, ne? Ich glaube, da war eine. Dann sollte alles ringsherum sicher sein. Das ist ja ganz, ganz toll wichtig. So, aber erstmal ab zur Richterin. Hier, komm her, kriegst mal eine Tür. Bitteschön. Gibt's heute gratis. Oh, ist rüberfahren. Also hier ist auch ganz hübsch. Ja, wohl ziemlich unsicher, ne? Man kann hier einfach reingehen, ganz normal. Gibt kein Tor, die Tür ist immer offen. Klar, die haben jetzt hier die Wachtürme und sonst einen Zaun, aber ich würde wenigstens hier ein Tor machen oder sowas. Ja, das kannst du ja keinem zeigen, es ist ja... So, Sequenz, Sequenz. Vertrauen, relativ gering. Ressourcen gibt's hier. Mhm. Warum hat sie die gerade rosa Haare auf? Seltsam. Ja, genau. We only have so many trained officers left, and I'm not comfortable with the prospect of arming civilians for this kind of work. Naja, Zivilisten dürfen doch generell Waffen haben. Discuss this later, Sheriff. We have a visitor. Ja, hallo. Welcome. I suppose you've heard our broadcast. Ja. Well, it's all true. We have a safe, secure society. Naja, so richtig safe sieht's nicht aus, ne? Walk with me. I'll explain. You have a society? Na. I'm sorry. What exactly happened in the United States when I wasn't looking? Look around. Ja. We're facing a disaster of unprecedented scale. Ja, richtig. We have no way of knowing how widespread it is or how long it will take federal authorities. Wir haben keine Ahnung, wie weit das reicht. Hä? Ist der Kontakt zu außen wird abgebrochen oder was? Ganz Amerika von befallen oder wie? All we have. The army's camp just across the river. Richtig. Yes. And other than vaguely threatening radio broadcasts, they've made no attempt to contact us or provide relief efforts to the civilian government. Komisch. Ordinary citizens like yourselves are living in fear. Fear of the dead. Fear of the criminal element that sees this as an opportunity to prey on their fellow man. Fear of the uncertain future of our nation. But it doesn't have to be that way. Echt? And of course, all firearms will be surrendered. Only duly appointed law enforcement officers are allowed to go on. Echt? Das ist ja komisch. Right. Well, thanks for the offer. But we're doing just fine on our Richtig. Own. And I'm damn sure not surrendering my guns yeah. when the streets are full of flesh-eating dead people. Ja, es ist ein bisschen schwachsinnig, nämlich. We'd certainly prefer it if people joined us freely.
bevor the issue has to be forced. Bevor es erzwungen werden muss. Just a reminder that the Wild West doesn't last forever. Ja, aber so lange werde ich mich einfach erwehren. Don't take it personally. Nicht? She's under a lot of strain. Ja, ja. We're penned in pretty good by these things, and like you might have heard, we're short-handed. Echt? Tell you what. Help me clear some of these problem areas out, and I'll vouch for you. Put in a good word, maybe set up some kind of trade arrangement. Okay. Das hört sich schon mal nicht schlecht an, aber darauf komme ich später zurück. Ich muss erstmal meine Sachen abgeben und dann, ja, dann gucken wir uns das mal später an. Jetzt im Moment möchte ich das gerade nicht machen. Weil wir werden garantiert zwischendurch, wenn wir da diese Sachen mit ihm platt machen, so viele Dinge wieder finden und ich kann jetzt nichts mitnehmen. Niemand mag Petzen. Schlagabtausch. Oh. Oh mein Gott, ich glaube, das wird immer schlimmer bei uns im Lager. Wir müssen uns dann wirklich um die Moral kümmern. Das ist jetzt, glaube ich, wichtiger als das hier im Moment. Denn wenn die Moral bei uns sinkt und die sich nicht mehr verstehen, dann löst sich unsere Gruppe irgendwann auf und der ein oder andere verlässt unsere Gruppe und dann haben wir keine Chance mehr, uns großartig zu verteidigen. Ich bin ja froh, dass überhaupt so viele sind. Ja, kann man so sagen. Also ich habe hübsche Sachen dabei, das auf jeden Fall. So, Medikamente, also nur doch, Nahrung ist nicht so viel, ne? So, das haben wir und das auch. Jetzt mal kurz gucken auf der Karte. Hier unten. Ja, Falle wird vorbereitet, aber hätte ich nicht einen Plünderer dahin geschickt? Komisch. Naja, komm, wir reden erstmal hier mit dem Typen. Mit ihm hier. Was mit dir? Ja, komm, dann lass mal ein bisschen losgehen. Ja. Dann legt sich das vielleicht ein bisschen. Wo soll ich hingehen? Mit ihm? Ach, da oben hin. Jo, gut, das ist sowieso die Richtung, wo ich nochmal hin wollte. Wegen der Tankstelle, wegen Sprit. Oder wie viel habe ich? Kurz schauen. Ach, da steht's gerade. Ach, nee, das war mehr als 8. Da haben wir es. 39. Ja, 39 ist auf jeden Fall in Ordnung. Damit kann man schon mal leben. Genau, spring auf, mein Kleiner, dem ich erfreue. Das ist ja der den unseren Priester erschossen hat. Geht auch gar nicht, oder? Hier sind jede Menge Horden. Ist das ein Waffenladen da hinten? Hier soll ich Zombies töten. Hier ist eine kleine Hütte, da sind auch tolle Sachen drin. Na, lass uns mal reingucken hier. Ah ja, alles platt machen. So, und hier einer nach dem anderen. Da kommt, oh, wie viel kommen denn da raus? Die ganze Hütte ist ja voll anscheinend. Ja, guckt euch das an, ey. Boah. Oh, oh. Also der Beste ist er nicht, ne? So, schnell hier. Genau, und den hier auch noch. So, der ist hin. Ja, ja, wir waren echt gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Er folgt uns. Ich durchsuche mal alles. Benzin, okay. Mal gucken, können wir gleich nochmal einen Plünderer hier herrufen. Ist er auch nicht weit weg. Haben wir noch ein paar Pillen. Also viele Medikamente finden wir hier, ne? Das ist ganz schön. Also, obwohl, naja, Baumaterialien oder irgendwelche Waffen, gerade Munition und so wäre richtig cool. Waffen, ja, wenn wir schon vom Teufel sprechen. Sehr schön, sehr schön. Aber ich will jetzt auch mal ein bisschen häufiger irgendwelche Waffen benutzen. Wir haben schon ein paar gefunden. Hier ist noch was? Ach, da vorne der Schrank, genau. Und da kommt gleich ein Zombie an. Alan, oder wie der heißt, beschützt mich. Eine Mine, cool. Da Minen, das ist natürlich auch eine geile Sache. Interessant, interessant. Na, dann komm, dann fahre ich dich mal zurück nach Hause, ne? Nicht, dass du anfängst zu weinen, weil du so lange weg bist von zu Hause und so. Softie hier. So, die haben wir. Oh, ich habe mich hier verfahren. Ja, die Horde besteht jetzt nur noch aus dem einen, das ist in Ordnung. Weil nicht, dass wir hier zu viele anlocken zu unserem kleinen Häuschen. Das wäre ungesichert. Wie viele Autos jetzt hier stehen? Wo kommen die alle her? Cool. Wir haben jede Menge Autos, der ganze Fuhrpark ist voll. Juhu! Och, ist die schön. So. Ja, der Typ beruhigt sich jetzt, ist auch gut. Ist auch erledigt. So, die ganzen Molotov-Cocktails wegpacken. Was haben wir hier noch? Was ist das eigentlich? Betäubt den Schmerz, heilt aber keine Wunden. Typisches rezeptfreies Zeug. Ich mag die mit dem Zuckerüberzug. Wo ist?
Komische Sachen. Naja, egal. Auch mal zurückpacken. Pistole. Haben wir nicht den Schalldämpfer? Wir hatten noch irgendwo einen Schalldämpfer, ne? Hm. Mal gucken nach. Hier ist einer. Haben wir nicht noch einen besseren? Ne, wo anscheinend nicht. Hm, dann nehmen wir davon. Bringen wir mal einen an. So, einer angebracht. 12 Schuss haben wir dabei. Sollen wir erstmal reichen. Wenn wir gut sind, können wir damit 12 Zombies platt machen. Ich glaube es zwar nicht, aber... Moralprogramm, Traurigkeit. Okay. Ich suche mal das Haus hier durch. Vielleicht haben wir schon Glück, dass das ausreicht. Ja, außerdem ist gleich in der Nähe. Kletter mal hier rüber. Hehe. Und das ist das Problem, ne? Das, was wir jetzt hier machen konnten, das können halt auch die Zombies machen. Und dementsprechend schnell haben die uns dann. Aber ich habe bisher noch nie das erlebt, dass die Basis von den Zombies überrannt wurde, großartig. Und da Leute verloren gegangen sind. Okay, ich will nicht sagen, dass es das nicht gibt. Es gibt immer ein erstes Mal für solche Sachen. Hier hatten sich wohl welche verbarrikadiert, so wie es aussieht, ne? Also es sieht zumindest wirklich so aus. Hier sind die Fenster alle verrammelt und so. Da hat sich wohl jemand richtig Mühe gegeben, sich hier zu verstecken. Hm, komisch. Ja, und Baumaterialien. Oh, ist das geil. Ist das geil. So muss das sein. Und nicht anders. Ah, hatten wir hier schon nicht... Nee, hier hatten wir keine Überlebende mal gefunden, oder? Ich glaube nicht. Also ich kann mich jetzt nicht dran erinnern. So vereinzelt haben wir schon mal welche gesehen, aber hier? Nee, hier nicht. Was? Wieso? Wer braucht denn Hilfe? Naja, stell dich nicht so an. Irgendjemand braucht Hilfe, okay. Ja, müssen wir gleich mal gucken. Aber das machen wir dann nächstes Mal. Wir können zumindest schon mal schauen, wo das ist. Das ist ja auch wichtig. Weil wir schon mal eine Ahnung haben, wo wir hingehen müssen. Ich höre jetzt Zombies. Hier ist die Tür rausgenommen. Oh, na, so sicher ist es nicht mehr. Anscheinend mussten die ganz schön was über sich ergehen lassen. Dann haben wir die Zombies das ganze Ding überrannt. Hm. Unschön. Oh, hier ist noch was. Ah, hier plündern. Ja, genau. So, und dann noch das Regal. Ich glaube, das ist dann... Oh, der da vorne ist. Rechts ist noch ein Raum, den wir noch hier haben. Anscheinend. Zumindest sagt er das jetzt. Mal hingucken. Hier. Ach, der Raum. Ach so, der hier. Ein Tank. Das ist doch garantiert wieder Benzin drin, oder? Nee, gar nichts. Tja, dann war's das. Dann springen wir mal gleich durchs Fenster. Genau, schön unauffällig. Und dann bringen wir schnell die Sachen zurück. Dann freuen sich alle darüber. Naja, und ich habe Zombies hinter mir. Da kommt auch schon der Runner. Sehr schön. Na los, plündern mal so ein bisschen. Machen wir mal Tür zu. Ja, genau. Immer schön schießen, das ist gut. Dass die Geräusche ziehen überhaupt die Zombies gar nicht an. Das ist... Wir brauchen Schalldämpfer dafür. Definitiv, wir brauchen Schalldämpfer. Ja, genau. Das wieder weg. Alles wieder wegpacken. Ach, schön. Über 300. Das ist auch mal was. Vielleicht hält das ein bisschen mehr an. Jetzt werden wir mal gucken zum Abschluss, wo unsere Freunde denn unsere Hilfe brauchen. Also die Bürgerpflicht, genau, da müssen wir noch helfen. Ansonsten Infektionsherde hier unten. Ja, hier ist noch ein Rucksack mit Lebensmitteln, den können wir zum Abholen. Hm, nee, sonst eigentlich nichts. Na gut, nächstes Mal kümmern wir uns dann um die Bürgerpflicht, ne? Dass wir das mal erledigen. In diesem Sinne dann, bis dahin, euer Mr. Zocker.